Was hat Tom Riddle eigentlich in sein Tagebuch reingeschrieben, bevor es zum Horcrux wurde? Und wie hat der Horcrux eigentlich genau funktioniert? Das und mehr jetzt in diesem Video. Das Tagebuch von Tom Riddle war schon immer meiner Meinung nach der merkwürdigste Horcrux. Okay, dass Harry ein Horcrux ist, hat auch starke Argumente, aber das war leicht erklärt. Das Tagebuch jedoch war eine Art Rätsel, wie es eigentlich funktioniert und was er da reingeschrieben hat. Es gibt so viele mehr Details darüber, als man uns glauben machen wollte. Hat sich schon mal jemand gefragt, was Tom eigentlich in das Tagebuch reingeschrieben hat, als er es zum ersten Mal bekam, oder wie es zu all den Horcruxen kam? Warum war das Tagebuch so perlmutterartig geschützt? Welche supergeheimen Schutzzauberwörter wurden verwendet? Oder wie verzerrt es eigentlich das Leben des Schreibers? Das scheint eine große Frage zu sein für etwas, dessen Hauptfunktion darin besteht, ein Stück der Seele einer Person darin aufzubewahren. Lasst uns direkt mit dem Video beginnen. Der Tagebuch-Horcrux ist also, wie ich in der Einführung des Videos gesagt habe, ungewöhnlicher als der Rest. Es scheint eine Menge mehr zu sein, das nicht während der oder nach der Kammer des Schreckens erklärt wurde. Es scheint einfach eine Menge Fragen aufzuwerfen, was mich zum Nachdenken gebracht hat. Und wenn ich nachdenke, dann suche ich nach Hinweisen und vor allem auch nach Antworten. Okay, es ist also ein ziemlich normales Tagebuch. Zu dieser Zeit schien das relativ normal. Wir wissen, dass Thomas bei Win Stanley Buchhandlung und Schreibwaren in der Vauxhall Road in London gekauft hat. Es ist nicht klar, wann und was er dort gekauft hat. Stanleys war eine gehobene Buchhandlung, aber die Tatsache, dass Tom sein Tagebuch mit seinem Namen personalisieren ließ, sagt, dass er es für die Ewigkeit gebaut hat. Es war wahrscheinlich nicht zu billig. Meine eigene Vermutung ist, dass er es von seinem eigenen Geld gekauft hat, da die meisten seiner Schulbücher mit eigenem Taschengeld gekauft wurden, das ihm auf Dumbledores Bitten hin gewährt wurde. Ich finde es auch besonders merkwürdig, dass er nicht in die Winkelgasse gegangen ist, um seine Schreibwaren und seine gesamten Schulsachen zu kaufen. Lasst uns also darüber nachdenken, warum das Tagebuch überhaupt gekauft wurde. Vielleicht, um darin zu schreiben, Notizen zu machen, oder vielleicht wurde es als persönliches Tagebuch für Tom verwendet, um seine eigenen Gedanken festzuhalten. Die Sache ist die, dass es nach 50 Jahren immer noch keine Hinweise darauf gibt, dass jemand darin geschrieben hat, als wären die Seiten noch so frisch wie an dem Tag, an dem er es kaufte. Und das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Wenn er es nicht gekauft hat, um darin zu schreiben, was war dann überhaupt der Zweck, den er damit verfolgte? Hatte er vor, es tatsächlich zu verzaubern? Wusste er damals schon von den Horcruxen? Wenn wir uns ansehen, wie das Tagebuch in der Kammer des Schreckens funktioniert hat, dann wird klar, dass alles, was auf den Seiten geschrieben wurde, irgendwo hinsickerte und später von dem Horcrux im Tagebuch empfangen wurde. Ein Teil von Tom Riddle war tatsächlich in der Lage zu antworten. Aber das wirft die Frage auf, wie es möglich ist, dass sie in diesem Tagebuch die Fähigkeit haben, mit der eingetragenen Person zu kommunizieren, wenn das Tagebuch bereits als Kommunikationsmittel verzaubert war, sodass alles, was darin geschrieben wurde, direkt an Tom geschickt werden konnte. Ist es tatsächlich möglich, dass das Tagebuch als geheimes Kommunikationsmittel funktioniert hat? Es scheint der einzige Grund zu sein, warum es keine permanente Tinte im Tagebuch gibt. Die Verzauberung wurde also durch den Horcrux aktiviert. Wenn alle geschriebenen Nachrichten ursprünglich an Tom geschickt wurden, als er noch lebte, dann könnte der verbleibende Teil seiner Seele im Tagebuch zurückkommunizieren können. Ich glaube, das ist die einzige logische Erklärung in Bezug auf die Kommunikationszwecke. So bleibt die Frage, wie das Tagebuch die Lebenskraft von der Person, die darin schreibt, entziehen kann. Nun schauen wir uns die Begegnung mit Harry Potter in der Kammer des Schreckens an. Tom Riddle offenbarte, dass Ginny ihr Herz in das Tagebuch geschüttet hat und so eine emotionale, magische Verbindung zu seinen Emotionen entstand. Emotionen sind bekanntlich sehr stark mit der magischen Liebe verbunden. Liebe ist bekanntlich die mächtigste Magie von allen. Das bedeutet, dass dies auf einem Horcrux nicht funktioniert hätte. Nun, höchstwahrscheinlich hast du bestimmt bemerkt, dass keiner der anderen Horcruxe lebensfeindliche Eigenschaften hatte. Ich glaube, das liegt unter anderem daran, dass der größte Teil von Toms Seele im Tagebuch gespeichert war. Wenn ich richtig damit liege, enthält jeder weitere Horcrux, den er erschaffen hat, kleinere und kleinere Teile von Toms Seele. Das Tagebuch war also von enormer Bedeutung für ihn, weil es so viel von Toms Seele enthielt, dass es tatsächlich die Macht hatte, ihm einen vorübergehenden Körper zu geben, bevor er die Verwandlung vollzog.
Meine Frage ist, was passieren würde, wenn er tatsächlich Ginny Weasleys Leben aussaugt und an die Macht zurückkehrt. Hätte er dann nur die Erinnerungen des 16-jährigen Tom? Würde das nicht bedeuten, dass es zwei Voldemorts geben würde, wenn wir sein jetziges geistiges Wesen sehen und seine Ganzkörperform mit ihm verschmelzen? Ich denke, das ist die einzige Möglichkeit, wie ich mir das vorstellen kann. Ich denke, das ist der Grund, warum es so ein Schlag für Voldemort war, als Harry das Tagebuch zerstörte. Denn im Grunde wurde die Hälfte seiner Seele zerstört, was ihm die Hälfte seiner Menschlichkeit nahm. Nein, ich weiß, einige von euch würden sagen, nun, es gibt keine Möglichkeit, genau zu sagen, wie viel von seiner Seele im Tagebuch gespeichert war. Aber hier ist die Sache. Wenn wir uns die konkreten Fakten ansehen, ist es ziemlich schwierig, mathematische Gewissheit zu leugnen. Voldemort spaltete die Seele. Die Seele ist ganz, sie ist ein Stück. Also wenn sie einmal gespalten wird, dann bedeutet das, dass sie in zwei Hälften geteilt wird. Ich glaube nicht, dass man auswählen kann, oh, ich hätte gern ein Siebtel davon und das packen wir jetzt mal in das Tagebuch rein. Das ist Mathematik und Logik und das bedeutet, dass eine Hälfte im Tagebuch gespeichert wurde und die andere Hälfte in Toms Körper blieb. Wir wissen auch, dass Myrte Warren, alias die maulende Myrte, die erste Person war, die Tom getötet hat und damit sein Horcrux erschuf, was bestätigt, dass die Hälfte von Toms Seele in seinem Körper geblieben ist. Und trotz all dessen weiß ich immer noch, dass es einige von euch geben wird, die dem immer noch widersprechen werden und immer noch argumentieren, dass es keine Möglichkeit gibt zu wissen, wie viele Seele in jedem Horcrux geflossen ist und das ist auch völlig okay. Jeder hat seine eigene Meinung. War also der Tagebuch-Horcrux der wichtigste Horcrux für Tom? Nun ja, das war er wirklich. Er enthielt einen großen Teil der Seele des Dunklen Lords und konnte Dinge tun, die die anderen Horcruxe nicht konnten. Wenn das der Fall ist und dieses Tagebuch so wichtig und mächtig war, warum wurde es dann so schlecht behandelt und so schlecht versteckt? Warum wurde es im Grunde herumgeschmissen und nicht in einer großen Höhle versteckt, wie das Medaillon zum Beispiel? Es wurde auch nicht in einem Tresor versteckt oder irgendwo im Raum der Wünsche gelagert. Das macht keinen Sinn, oder? Naja, wenn man mal darüber nachdenkt, dann macht es absolut Sinn. Was ist die Kraft des Tagebuchs? Die Lebenskraft des Schreibers zu entziehen. Daher ist der Zweck des Tagebuchs, gefunden zu werden. Es ist nicht dazu gedacht, versteckt zu werden. Es muss von einer unerwarteten Seele entdeckt werden, um am effektivsten zu sein. Daher lautet die Antwort auf die letzte Frage, ob Tom Riddle geplant hat, dass es eine Horcrux ist, ja. Er plante dies nicht als eine Art Versuchsobjekt zu benutzen. Er war viel zu klug, um ein solches Risiko einzugehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass hinter dem Horcrux-Tagebuch eine Menge Planung steckte. Nebenbei bemerkt, bietet es auch eine Erklärung dafür, warum Lucius Malfoy von seinem Meister so hart bestraft wurde, weil er für sein Versagen bei der Wiederbeschaffung der Prophezeiung bestraft wurde. Es war nicht sein erstes Versagen. Das Tagebuch, der wichtigste Horcrux, wurde unter Malfoys Aufsicht in Ginnys Kessel gepackt, um Arthur Weasley zu verärgern. Er hätte jede andere Person wählen können, vielleicht eine willensschwächere Person, vielleicht eine Person, die nicht so stark mit Harry Potter verbunden war. Aber er tat es, weil er die Weasleys hasste. Aber was denkt ihr darüber? Vielleicht war Lord Voldemort deshalb so hart zu ihm. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wie auch immer, nachdem das gesagt wurde, das ist mein Video darüber, wie der Horcrux funktioniert und warum er der wichtigste von allen war. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.